Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, als ich Alien das erste Mal im Kino sah, war ich ungeheuer beeindruckt, weil ich nie zuvor solche Aufnahmen gesehen hatte. Das Raumschiff Nostromo schien durch die raffinierte Aufnahmetechnik fast unendlich. Auch heute noch finde ich den Film bei jedem Sehen beeindruckend. Die Einzel-DVD ist, was Ton und Bild angeht, genauso gut wie die anderen Ausgaben des Films. Auch die Sonderausstattung kann sich sehen lassen. Wir finden neben dem Trailer und nicht verwendeten Szenen auch einen Audiokommentar von Ridley Scott, dem Regisseur. Außerdem gibt es Storyboards, eine Kunst- und Fotogalerie, eine eigene Tonspur mit der Filmmusik und einen alternativen Musiktrack. Der Film selbst ist aus mehreren Gründen für andere Science-Fiction-Filme wegweisend gewesen. Zum ersten Mal gab es eine aktive weibliche Heldin in diesem Genre, nämlich Ellen Ripley, die als dritter Offizier an Bord des Raumschiffes ist. Und, was ebenso wichtig ist, H.R. Giger schuf mit seinem Alien wohl eines der furchtbarsten und überlegensten Ungeheuer der Filmgeschichte. Interessant ist es, dass die Crew des Schiffes nicht nur ihre korrupten Arbeitgeber, die Firma Weiland Yudani, als Gegner erleben muss, sondern auch das Crewmitglied Ash. Die Charaktere werden in dem zunächst sehr langsamen Film einzeln vorgestellt und sorgfältig ausgearbeitet. Die Schauspieler, allen voran Sigourney Weaver, liefern großartige Leistungen. Die Atmosphäre ist klaustrophobisch, obwohl das Schiff so riesig erscheint, und die Musik gibt die ideale Untermalung. Das hilft auch, um die Spannung bis zum fast Unerträglichen zu steigern. Von dem Alien habe ich zwar nicht geträumt, aber die perfekte Mischung von Maschine und Organischem ist erschreckend. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.